Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen Unboxing. Wir haben die Acker-Komplett-Edition für euch, die Marvin auspackt und ich erzähle ein bisschen was dazu. Oder Marvin Wie, erzählt auch, je du hast nachdem. keine männlichen Hände? Nein, tatsächlich nicht. Wow. So, genau, jetzt zeigt euch Marvin auch mal noch die Rückseite, wo ihr den Inhalt so ein bisschen lesen könnt und hier ein paar Screenshots aus der Serie habt. Und dann haben wir auch schon die Extras aufgelistet. Da sind nämlich die 8 OVAs dabei. Opening- und Ending-Song, Trailer, Bildergalerie, aber viel wichtiger noch drei Booklets, damit ihr die Serie auch richtig kennenlernt. Yes. So, Fangen wir an. genau, hol mal raus. Dö-dö-dö. Und zwar gibt es hier Volume 1 bis 3 mit allen 12 Episoden des Anime, der von Studio Madhouse produziert wurde. Kennt ihr bestimmt von Overlord und One Punch Man zum Beispiel und vielen anderen. Ja, die Cover-Artworks sind euch auch schon bekannt. Denn, ja, wenn ihr die Serie einzeln gekauft habt, dann habt ihr die auch so gekriegt. So, hier ist tatsächlich neu, dass wir diesen Sammelschuber dabei haben, in die ihr dann die Einzelvolumes reinstecken könnt. Ganz wichtig, den Sammelschuber wird es voraussichtlich nicht einzeln zu kaufen geben, um das schon mal vorwegzunehmen. Spoiler Alert! So. So. Das hier ist die Volume 1. Auf dem Cover seht ihr auch Jean Eutys, der stellvertretende Leiter der Geheimorganisation AKKA. AKKA ist eine friedenserhaltende Organisation aus dem Königreich Dova. Und das Königreich Dova wurde in 13 verschiedene Provinzen unterteilt. Ja, und diese Provinzen gilt es, den Frieden zu erhalten. Und deswegen wird der Jean in die Provinzen geschickt. Marvin kann das. Ich bin sehr gut im Unboxen. Ich hoffe, ihr habt Spaß. So, und da seht ihr auch schon das Booklet. Jean, dann wichtig die Charaktere, mit denen er viel interagiert. Seine Schwester Lotta. Und ja, Ganz ganz viele viel. andere Charaktere Genau, und ganz viel ein wunderschöner Wissenswertes. Bird. Ich finde ihn super. Er ist rot, aber er guckt auch süß. Ja, das wunderschöne. Ja. Liebt das ja. Ja, das ist die Karte vom Königreich Das Dovas. ist ein Bird. Wie kann man das nicht mögen? Richtig, da wisst ihr auch, warum diese Anime relativ viel mit Vögeln zu tun haben oder warum diese Vögel immer wieder auftauchen. So, und worum geht's noch in Akka? Es gibt das Gerücht eines Staatsstreiches und der Jean war einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Denn er muss herausfinden, was denn an diesen Gerüchten dran, gerät aber mit ins Fadenkreuz der Verdächtigung, weil er dann plötzlich ja, verdächtigt wird, dass er diesen Staatsstreich irgendwie plant. Und da muss er natürlich auch rauskommen. Ach, sieht's nicht schön aus, das Produkt. Ne? Booklet. Schön. Ja. In Akka wird viel gegessen, wie man auch auf den Screenshots so ein bisschen sieht. Es wird sehr viel geraucht. Das leckere Essen. Essen aus dem Königreich Dova. Und man lernt auch so ein bisschen die unterschiedlichen Kulturen kennen, die es halt auch da gibt. Also es ist eigentlich ein spannender Politik-Thriller, der sehr sehenswert ist, der sich auch vom Zeichenstil doch ziemlich unterscheidet von dem, was es so in der Regel auf dem Markt gibt. Und es wirkt halt sehr viel erwachsener. Ich meine, das seht ihr auf den Cover-Artworks, in den Screenshots. Das ist einfach mal was ganz anderes. Was hat dir persönlich am besten gefallen? Die Geschichte, die sich immer weiter zuspitzt, dass Jean einfach immer weiter im Mittelpunkt steht und ich war halt auch sehr überrascht. Oh, Galerie der Süßigkeiten ist was für mich. Same. wie dann das, also wie das Finale passiert ist von Akka. Weil damit rechnet man nicht. Okay. Also lasst euch überraschen, sichert euch die Komplettedition, die auch wirklich schön geworden ist. Mit den drei Einzelvolumes und dem Schuber. Vielleicht schafft es Marvin es auch noch jetzt schön hinzudrapieren. Ja, sehr Natürlich. gut. Ich bin doch dein mutiger Assistent. Und dann wünschen wir euch ganz viel Spaß mit Acker. Schön, dass ihr zugeschaut habt. Tschüss.